Zahnstein. Prophylaxe, Behandlung und Kosten. Warum ist Anna Backpulver? Genau genommen isst sie es nicht, sondern trägt es vorsichtig auf ihre Zähne auf. Denn Backpulver ist ein Hausmittelchen gegen Zahnstein. Die darin enthaltenen Kristalle und das Natron haben einen Schmirgeleffekt. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn es kann auch Zahnfleisch und Zahnschmelz schädigen. Aber wie entsteht Zahnstein und was ist das eigentlich? In unserem Mund gibt es viele Bakterien. Ein Teil davon wächst auf unseren Zahnflächen. Die sogenannten Kocken, auch Kugelbakterien genannt, schützen dabei ihren Lebensraum vor chemischen oder mechanischen Angriffen. Diesen Zahnbelag nennt man Plaque. Wird dieser nicht entfernt, lagern sich hier Mineralien aus dem Speichel an und verhärten sich im Laufe der Zeit. So entsteht Zahnstein. Diesen dauerhaften und festen Zahnbelag kann keine Zahnbürste mehr entfernen. Aber ein Zahnarzt. Denn er nutzt spezielle Geräte wie Küretten oder ultraschallgestützte Instrumente. Küretten werden manuell angewendet, Ultraschall dagegen wirkt maschinell über hochfrequente Wellen und Wärme. Dadurch entstehen Vibrationen, die den Zahnstein abplatzen lassen. Danach werden die Zähne poliert, da glatte Flächen eine Neubildung erschweren. Und warum muss man eigentlich den Zahnstein entfernen? Ganz einfach. Plaquebakterien greifen das Zahnfleisch an, was zu einer Zahnfleischerkrankung führen kann. Besser bekannt unter dem Namen Parodontitis. Wie bereits erwähnt, gibt es Hausmittel gegen Zahnstein. Mit ihnen kann man zwar nicht den Zahnstein selbst entfernen, aber ihm zumindest vorbeugen. Die Säure in Essig und Zitronen zum Beispiel kann helfen. Allerdings sollte man aufgrund der Aggressivität der Säure nur maximal einmal pro Monat darauf zurückgreifen. Ganz anders dagegen Teebaumöl. Einfach 1 bis 2 Teelöffel in lauwarmes Wasser geben und damit die Zähne durchspülen. Kokos- und Olivenöl können mit 1 bis 2 Esslöffeln eingenommen und durch die Zähne gezogen werden. Das intensive Kauen von Sesamkörnern versorgt den Körper nicht nur mit gesunden Fetten, sondern wirkt auch gegen Zahnstein. Und zu guter Letzt ist die gute alte Zahnseide zu nennen. Besonders die schwer zugänglichen Zwischenräume kann man so vor Zahnstein schützen. Doch was, wenn sich Zahnstein nur noch professionell entfernen lässt? Dann muss der Zahnarzt dran. Und was kostet eine Zahnsteinentfernung? In der Regel zwischen 50 und 100 Euro. Eine professionelle Zahnreinigung sollte zudem 1 bis 2 Mal jährlich in Anspruch genommen werden, um regelmäßig entstandenen Zahnstein zu entfernen. Hierfür werden bundesdurchschnittlich zwischen 70 und 80 Euro fällig, wobei die Kosten je nach Zahnarzt und Standort stark variieren. Mit dem 6-fachen Testsieger bei Stiftung Warentest, dem DAV-Zahnschutz der Deutschen Familienversicherung, erhält man 200 Euro pro Kalenderjahr für die Zahnprophylaxe. So ist eine professionelle Zahnreinigung keine Kostenfrage mehr. Und das Wort Zahnstein wird man damit nie mehr in den Mund nehmen müssen. Alle weiteren Informationen zum Thema Zahnstein findet man im Ratgeber der Deutschen Familienversicherung.